Servus zusammen. Heute gibt es mal was anderes. Heute geht es mal nicht nur um den DAX, sondern heute geht es mal um den DAX im internationalen Vergleich für den Zeitraum vom 31.12. bis zum 29.07. Ich bekomme regelmäßig, immer zum Monatsende, diese Liste, die vor euch liegt. Ich wollte den Verfasser namentlich nennen, aber wollte gar nicht. Das finde ich schade, weil die Nennung hätte er sich verdient. Das ist nämlich eine Riesenarbeit, die dahinter steht. Und ich finde das wichtig, das, was ich euch jetzt sage, weil das vielleicht auch auf verschiedene ETFs Einfluss haben kann, die ihr vielleicht als Sparpläne habt. Also bei mir ist das auf jeden Fall so, komme ich auch gleich drauf. Ich habe hier einerseits also den Stand vom 31.12.21 bis zum 29.07. Hat es jetzt heute dann hier schon wieder leicht überall verändert, aber im Großen und Ganzen steht es so da, wie wir das hier sehen. Hier ist die Performance. Und hier in Euro. Und jetzt kommt's in Dollar. Ich mache den Dollar, zeige ich euch mal. Das ist der Dollarchart vom 1.1. diesen Jahres. Ja, da stand er also in der Spitze bei 1,15. Fing aber an bei 1,1380. Der war ja schon unter Parität. Ja, als es gemacht wurde, war er bei 102, also 1,02. Das nur zur Information, hat er so wirklich heftigst verloren. Und das drückt sich natürlich dann auch, und deswegen ist diese Liste so interessant, hier in den Dollarchart an. Also zum Beispiel, nehmen wir gleich mal den DAX. Der DAX hat 15% verloren, von den 15.884 auf 13.484. Klar war der tiefer zwischendurch, aber es geht um den Stichtag, 29.07. 15% verloren, aber in Dollar sind es 23,67%. Das ist ein Wort, das ist ein Unterschied. Beim MDAX minus 22, aber fast 30 im Dollar. Die Tommys haben sich ganz gut gehalten. Ich gucke da nicht so drauf. Was mich halt wundert, ist, trotz dieser ganzen Regierungsquerelen oder so, waren die eigentlich okay, verlieren dann noch gegen den Dollar fast 10%. Aber das ist erheblich weniger als die Erstgenannten. Die Franzosen haben sich eigentlich auch ganz gut gehalten mit noch nicht mal minus 10%, aber verlieren dann 18,93%. Die Schweiz 13,43 gegen 17,15. Könnt ihr jetzt hier mal schauen, ich lasse die Liste ja drin und sie ist auch, glaube ich, groß genug. Das ist hier Italien, tja, mein Gott, da gibt es alle, was weiß ich, 3 Monate eine neue Regierung. Italien ist, finde ich, das schwächste Glied mit von den großen europäischen Ländern und das macht mir ein bisschen Sorgen, da Corona war schon, die waren von vor Corona ging es denen nicht gut, nach Corona noch schlechter und jetzt mit dem ganzen Zeug. Weiß ich nicht. Also da habe ich ein bisschen Angst, dass sie irgendwann wirklich mal aussteigen aus dem Euro und dann wird es ungemütlich. 18% verloren, also mehr als der DAX und in Dollar dann minus 26%. Die Spanier halten sich recht gut, muss ich sagen. Minus 6,4%. Holland, Schweden, Finnland, Russland. Gut, auf Russland gehe ich gar nicht so großartig ein. Hier Ungarn, Polen, Tschechien, minus 26% und dann minus 33% ist hier die schwächste Börse. Aber gar nicht so weit dahinter ist der MDAX. Der Standard an sich hat nur 13% verloren und der Dow Jones sogar nur 9,61%. Ist also von allen Indizes hier verglichen, ist das der beste. Der Nasdaq 20,8%, also mehr als der DAX, ja. Nur halt in Dollar weniger. Guckt immer wieder auf dieses Brett, den ich genannt hatte. Jetzt haben wir hier was Interessantes. Wir kommen jetzt hier mal in Asien, die sogenannten Emerging Markets rein. Und ich mache die Liste mal ein bisschen weiter hoch bis runter zum Gold. Der Nikkei, warte mal, Topics, naja gut, ich glaube, der Nikkei ist bekannter. Nur minus 3,44%. Aber verglichen mit im Dollar minus 16. Trotzdem hält sich hier noch recht gut. Für mich interessant war die chinesischen Indizes Hang Seng minus 14 und ich runde jetzt mal leicht und minus 14,5. Aber interessant, wirklich interessant ist hier unten Brasilien. Nur minus 1,58. Aber in Dollar umgerechnet, also den brasilianischen Real umgerechnet Dollar, sind die sogar bei plus 6%. Und das ist für mich hier sehr interessant, weil darauf habe ich, das ist Indien, Sensex 30, minus 1,16%, das ist nicht viel. Und dann halt mit dem Dollar minus 7,03.
Ich habe, also Indien gehe ich davon aus, dass die auf Sicht von einer Dekade sich besser entwickeln würden. Das Land wird sich besser entwickeln, die Industrie, die Wirtschaft wird sich besser entwickeln. Da habe ich zum Beispiel einen ETF drinne, in den ich monatlich einzahle und der liegt gut, der liegt im Plus. Also es gefällt mir wirklich gut. MSCI World minus 15%, da werden viele gemessen. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist, weil wenn die eine Seite der Wippe nach unten geht, geht die andere nach oben. Ja, immer, wir sind bei minus 15%. Ja, es ist, da liegt praktisch, fast alles liegt schlechter als der MSCI World. Dann haben wir die Emerging Markets, die sind bei minus 19%. Da müssen wir die hier mal so ein bisschen so zusammenzählen. Das Gold ist bei minus 3,05% und das natürlich dann auch in Dollar. Also ich lerne aus dieser Liste, Brasilien zum Beispiel, die haben im Oktober Neuwahl. Ich habe mit Leuten gesprochen, die da waren, zum Beispiel dem Wieland Aalt. Aber ich habe auch mit Leuten danach gesprochen, die da leben. Die gehen alle davon aus, dass Bolsonaro, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, dass er nicht mehr gewählt wird. Aber die sagen alle, nützt nichts, das, was danach kommt, ist genauso Kacke. Also so drücken die das aus. Ja. Extrem viel Korruption und die Haupteinnahmequelle ist natürlich Bodenschätze und der Wald. Und wenn man das immer wieder liest, was da mit dem Wald passiert, also schon. Das ist schon böse. Und halt Indien ist für mich halt interessant. Taiwan, das wird mit Sicherheit, den TWSE, wird mit Sicherheit interessant zu schauen, wie der sich jetzt in den nächsten Tagen und Wochen einigermaßen verändert. Und der ist genauso wie Korea, ist also einer der schlechtesten Emerging Markets. Und das natürlich auch gerechnet auf Dollar. Das lediglich Korea ist ein bisschen schlechter. Also was auch immer ihr jetzt mit dieser Liste macht, aber ich finde es sehr interessant. Ich bleibe auf jeden Fall in Indien dabei. Ich bin echt überrascht. Ich habe es so im direkten Vergleich nicht gesehen, dass der Dow nur diese 9,61% verloren hat. Standard & Poor's auch recht stabil verglichen mit allen anderen Indizes. Und der DAX an sich gar nicht so schlecht, aber natürlich auf Dollarbasis dementsprechend schlechter. Nur probiert mal, was ihr damit machen könnt. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.